muss früh raus und wollte dich nicht aufwecken. Wir telefonieren einfach, okay? Ich will nichts Festes. Ich bin gerne allein. Ich will keine Verantwortung, brauche niemand, der nett zu mir ist, wenn ich nach Hause komme. Klar? Das geht sicher schief. Wie bitte? 300 Euro? Ich soll mich hier melden. Würden Sie mit mir essen gehen? Ich bin so gut wie verheiratet. Aber trotzdem, danke fürs Angebot. Kann ich eine Weile bei dir wohnen? Was passiert? Meine Frau glaubt, ich hätte ein Verhältnis mit Görges Sekretärin. Du hast ein Verhältnis mit Görges Sekretärin. Jetzt fand ich auch noch ein. Muss sie gar nicht dazu Klavier spielen? Spiel ich nicht. Sie kann alles haben, aber nicht den Porsche und nicht das Klavier. Fred, das ist Bongo. Ich kann das kompetieren. Bravo! Ich hol den Verbandskasten. Was mache ich nur falsch? Ich kann nicht reden, wenn sie da ist. Tu einfach so, als wäre sie einer von deinen Computerkollegen. So. Vielen Dank, altes Haus. Wollen Sie eigentlich immer noch mit mir essen gehen? Sehr gerne. Ich finde, ich sehe albern aus. Weil es nicht am Kleid liegt, sondern an etwas ganz anderem. Ich finde es heraus, bevor es zu spät ist. Das ist wieder typisch, du hast zwei und ich habe überhaupt keinen. Guten Abend, Frau Riebinger. Ihr habt mir schon bekannt gemacht, oder? Wie hängen Liebe und Sex eigentlich zusammen? Hast du zum Beispiel schon mal gefummelt? Nächste Frage. Du musst dich jetzt sofort entscheiden, ob du dieses eine Mal mit mir schlafen willst. Schönen Abend noch. Ich werde morgen heiraten, Paul. Wenn es in deinem Leben eine große Liebe gibt, kämpf dafür. Reinpusten, Mr. Toner. Hast du gepustet? 02. Sie müssen mit auf die Wache. Das hast du nicht wirklich geglaubt.